Guten Morgen an diesem Donnerstag. Es gibt eine neue Eventwoche in GTA 5 und darum geht es hier in diesem Video. Wenn es dir gefällt, lass ein Like da, lass auf jeden Fall ein Abo da, um nichts mehr rund um GTA 5 zu verpassen und aktiviere die Glocke, um immer direkt am Anfang dabei zu sein. Wir starten rein, let's go. Ganz kurz vorab, Leute, vielen, vielen Dank für die 100.000 Abonnenten hier auf YouTube, die wir letzte Woche erreicht haben. Völlig verrückt, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich habe auch vor einigen Tagen ein sehr, sehr aufwendiges 100.000 Abonnenten-Special hier auf YouTube schon hochgeladen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das 100.000 Abo-Special vielleicht nach dem Eventwochen-Video hier kurz anschaut. War wie gesagt sehr, sehr aufwendig und es gibt auch unter dem 100.000 Abo-Special ein schönes Gewinnspiel für euch. Starten wir rein mit dem neuen Casino-Auto von dieser Woche. Das ist ab sofort der Dinka Kanjo SJ und den können wir jetzt die nächsten 7 Tage kostenlos im Casino bekommen mit ein bisschen Glück. Und zwar, indem wir einfach das Ganze am Glücksrad gewinnen. Also geht einmal am Tag ins Casino, dreht am Rad und vielleicht bekommt ihr dann eben den Dinka Kanjo SJ gratis. Machen wir weiter mit den Rabatten. Wir beginnen mit 50% Rabatt auf den Albany Hermes. Dann haben wir 50% Rabatt auf den Emperor ETR1. Dann geht es weiter mit 50% Rabatt auf den Pegasi Centauro, also das OG-Fahrzeug in GTA 5. Außerdem haben wir 50% Rabatt auf den Übermacht Revolter. Dann hätten wir 40% Rabatt auf den Progen Emerus. Auch eine sehr, sehr gute Kaufoption in dieser Woche. Und wir haben 40% Rabatt auf den Rapid Clique Waggon. Dann geht es weiter mit 25% auf dem Mammoth F160 Raiju Kampfjet. An der Stelle extreme Kaufempfehlung. Ist ja eigentlich, wie sich herausgestellt hat, der beste Kampfjet im Spiel und der ist jetzt 25% reduziert. Gehen wir direkt rüber zu den Unternehmen. Da haben wir leider kein richtiges Unternehmen, aber wir haben die ganzen Apartments im Angebot. Heißt, falls ihr Bock habt, in Los Santos in dieser Woche umzuziehen, dann macht das jetzt, denn alle Apartments sind, wie gesagt, reduziert um 50%. Zwei kostenlose Dinge gibt es auch noch, also zwei 100% Angebote sozusagen. Und zwar einmal kostenlose Drinks im Casino. Geil, also kann man auf jeden Fall mal in dieser Woche vorbeischauen. Und wir sparen uns die Setup-Kosten für die ganzen originalen Heist-Missionen. Kommen wir zu den Geldmethoden, denn wir kriegen dreifach Geld und dreifach RP auf die neuen Community Series Jobs, denn da gibt es wieder ein paar neue seit heute. Und wir kriegen doppelt Geld und doppelt RP auf den Doomsday Heist, um genau zu sein, auf alle Doomsday Heist Vorbereitungsmissionen, aber auch aufs Doomsday Heist Finale. Ist eine ziemlich coole Sache, denn bei einem Heist, also bei einem Raubüberfall, gab es schon ziemlich lange kein doppelt oder dreifach Geld mehr, aber das hat einen Grund, und zwar aufgrund der neuen wöchentlichen Community Challenge. Denn bei dieser Challenge müssen wir bis zum 22. November als komplette Community, also alle GTA 5 Spieler auf der Welt, 100 Milliarden GTA Dollar beim Doomsday Heist verdienen. Also ich hoffe, es sind 100 Milliarden, das ist zumindest eine Zahl mit sehr, sehr vielen Nullen. Ich kann es euch hier mal einblenden, vielleicht liege ich falsch, keine Ahnung, aber auf jeden Fall müssen wir eine sehr große Zahl an GTA Dollar verdienen und dann schalten wir eine neue limitierte Lackierung, wie ich gerade sehe, für den Pegasi Centauro frei. Wenn dir diese Geldmethoden nicht reichen, habe ich eine ganz wichtige Sache für dich. Schau mal bei meinem Partner JG Gaming vorbei, weil da kannst du dir einfach sofort raussuchen, wie viel Millionen GTA-Dollar du direkt in GTA 5 auf deinem Account haben willst. Und das unbegrenzt. Also wenn du sagst, du hättest gerne morgen 500 Millionen Dollar in GTA 5, dann kannst du das haben. Drück einfach auf den Link unter dem Video in der Beschreibung zu JG Gaming und benutze den Rabattcode VENOM10. Damit sparst du dir nämlich auf alles 10% Rabatt. Und es gibt neben GTA Dollar auch Fortnite Skins, FIFA Coins, Clash of Clans Accounts und ganz viel anderes. Und denk daran, Leute, jetzt ist bald Black Friday. Also falls du das Video siehst, kann es schon sein, dass die ganzen Black Friday Rabatte dort online sind. Also dass ihr statt 10% 50% bekommt mit dem Rabattcode VENOM10. So, meine Freunde, kommen wir zur für mich besten Nachricht des Tages, und zwar sind ab sofort, also ab heute, die Peyote-Pflanzen in GTA 5 wieder im Spiel. Heißt, wir können uns in GTA 5 zu einem Tier verwandeln. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Video zu den Locations, also wo ihr eben die Peyote-Pflanzen finden könnt, heute im Laufe des Tages noch kommt. Vielleicht ist es auch schon online, könnt ihr gerne mal schauen. Also ich werde auf jeden Fall ein Video machen mit den ganzen Locations. Das kostenlose Preisfahrzeug von dieser Woche im LSK-Meet, das ist der Karin 190Z. Den können wir uns kostenlos abholen, wenn wir eben die Preisfahrzeug-Herausforderung geschafft haben. Und dafür müssen wir 2 Tage in Folge Top 5 werden bei einem Rennen in der LSK-Meet-Serie.
Die ganzen Testfahrzeuge in den Autohäusern kannst du gerade hier sehen und das sollte mit der Eventwoche gewesen sein. Ich persönlich bin zufrieden, ist, finde ich, eine nice Eventwoche, deswegen gebe ich 8 von 10 Punkten. Was ist deine Meinung? Wie viele Punkte von 10 gibst du der Eventwoche? Schreib es in die Kommentare, lass ein Like da, lass ein Abo da, nimm gerne am Gewinnspiel dran teil. Wie gesagt, unter dem 100.000 Abonnenten-Special findet das Ganze statt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schöne Eventwoche, haut rein und ciao, ciao.